Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern und wir befinden uns im Endzeitalter, sag ich mal, von Rom. Aber nicht wirklich Endzeitalter, weil eigentlich sind wir schon ein bisschen krass zu früh. Aber wie gesagt, wie schon erklärt, müsste ich halt ja jetzt 80 Runden einfach nur skippen, damit das Zeitliche passt. Und da dachte ich mir, da scheißt doch der Hund drauf. Und mache ich das nächste Mal. Oder ich mach's nicht, sondern ich sag euch dann am Schluss, wann was passiert ist. Oder also ich hab's ja währenddessen auch schon öfters gesagt. Und wie dem auch sei. Ich werde hier jetzt eine neue Armee aufstellen. Vermächtnis kann ich nicht mehr aufstellen. Wobei ich könnte die 12er wieder einsetzen, aber nicht durch mit ihm, sondern mit einem von mir. Ich habe ja genug. So. Vermächtnis, die 12er Legion bitte. Das ist die 7er Legion 12. Hier. Super. Dann holen wir uns doch mal wieder die 4 Legionärskavallerie, dann gepanzerte Kavallerie, ihr kennt es ja schon. Hier, dann 1, 2, 3, 4 und dann haben wir noch 2. Machen wir nochmal 2. So. Gut, 3 Runden braucht es. Ist halt übertrieben, wie schnell man am Schluss Fullstack-Armeen aufmacht. Das ist halt richtig krass. Gut, der scoutet mal hier. Okay. Da ist schon. Da ist Kusch. Okay, gut. Wer. Legion 8 bekommt natürlich was. Das wird ein Soldat. Der bekommt was, der wird ein Centurio und das war's. Gut. Schön immer was trinken. So, der macht einen Ausfall. Ist natürlich jetzt schade, dass seine Fullstack-Armee nicht drin ist. Aber naja. Ist halt so. Ja, die sind trotzdem im Level gestiegen, also passt es. Okay, das war von mir ehrlich gesagt ein bisschen krass dumm. Das war von mir sehr dumm. Das war enorm dämlich. Ja, verdammt. Ich hätte hier ich hätte hier Söldner holen müssen. Gut, aber der arme General, der bekommt jetzt Unterstützung von mir. So, dass sein Tod noch gut verkauft wird. Also das Vorteil ist schon mal, dass er eine Kavallerie hat. Nachteil ist hier, dass dass die Stadt sehr schlecht zu verteidigen ist. Ich werde mich wieder hier verdrücken. Der wird halt wieder von zwei Seiten kommen, das ist halt echt nicht gut. Zu Befehl.
das ist echt nicht gut. So. Der General geht mal hier hin. Wie ihr befehlt! Schnelles Marschieren! Liebes! Vigilen! Liebes! Führmobile! Doppelte Geschwindigkeit! Zöhniges Bomb! So. Wenn ich Glück wird er seine Kavallerie wegschmeißen, was gerade auch gut aussieht. Ja, oder auch nicht. Na komm. Das Gute ist, wenn sollte ich das gewinnen, also was ich stark bezweifle, wird mein General extrem gepusht, weil er hat hier sehr viel Arbeit. Und dadurch bekommt er halt einige Kills. Also muss er. Das Problem sind die Pikiniere. Ohne die Pikiniere hätte ich nicht so Bauchschmerzen. Also ich habe keine Bauchschmerzen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Roma Invicta. Ja, schauen wir mal, ob Roma Invicta hier macht. Ich spüre mal ein bisschen vor. Der übernimmt natürlich jetzt die Base. Unser General wird. Ja, natürlich wird unser General angegriffen. Angegriffen. Weil der den natürlich über die Häuser sieht. Ja, so ein Arsch. Ihr habt Befehle, mein Herr. Ich bin glücklich, Rom zu dienen. Das ist jetzt zum Beispiel echt nicht gut, dass er noch da rauskommt. Gerade nicht gut. Ja, jetzt lass mal meinen General in Ruhe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon, ne? Schnell voran! Doppelte Geschwindigkeit! Dann gehe ich mal nach da. Der versucht halt ja jetzt wirklich meinen General zu jagen, oder? Evocati!
Kati! Doppelte Geschwindigkeit! Nahkampf-Infanterie bereit! Die Männer wanken. Söhne des Marks! So, ich muss mich jetzt umstrukturieren. Ist zum Beispiel jetzt gut, dass ich den General bekommen habe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. General, bitte tot. So. Der feindliche General ist tot. Das ist gut. Okay, der backt gerade da rum. Wir ballern die noch ein bisschen drauf. Ja, begeisterter General in der Nähe, was ja. Das ist echt lustig. Du bist der General hier. Blöd, dass ich ja so viel Munition verschwende hier. Schmal, sorry. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Feuert auf den Feind. Okay. Der Rest ist für... Der Rest ist für die, für die Phalanx der Gegner. Für die Pikeniere. General! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Nein! Eure Befehle? So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Also hier zum Beispiel ist der General gerade ziemlich gut gefragt.
Also auf frisch. Schafft er nicht mehr, ja, war er zu krass aufgehalten. Ich muss die einzeln draus picken. Also er schützt die Fernkämpfer richtig, richtig gut. Das muss man ja wirklich sagen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Er schützt die gerade sehr, sehr gut. Also ich kann auch hier nicht rein, weil hier sind neue Einheiten. Jetzt auch attackiert von denen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, aber die in die habe ich jetzt verscheucht. Ja, jetzt kommen halt die Pikiniere, das ist das Problem. Jetzt wanken alle. Okay.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Armeeverlust. Schnell vorrücken! Kavallerie, vorrücken! Na gut. Dann war's das jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Verdammt. Ah, das war dumm von mir. Das war ein bisschen zu dumm. Das war ein guter. Das war ein sehr guter. Baktrien, du bist im Arsch jetzt. Du bist jetzt am Arsch. Nam 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 nam. Entspricht das erste Angebot einer Fraktion nicht? Ja, ich mache es. Uns euer Gold. Meidet das Böse, das es mit sich bringt. Nee. Ich biete euch diesen Kappen an. Jetzt kommen halt wieder alle. Gut. Ich glaube, da brauche ich im Osten, also in Kleinasien, muss ich nochmal eine Armee aufstellen. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Ja. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft. Ja, nehme ich an, weil dann kann ich mich auf den Osten konzentrieren und muss nicht in den Süden rein. Was ich sowieso nicht machen würde. So, Saba hat sich, also, ich weiß wirklich nicht, was die machen. Dim 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 dim. So. Ja, jetzt mach mal hin hier. Das dauert irgendwie. Dadurch, dass ich halt alles sehen kann, dauert das halt ewig jetzt. Gut. Ein edler Tod, ja, sorry. Noch ein edler Tod. Legion 2. Komm du. Und Legion 11. Ah, Klassis. Das ist egal. Klassis ist egal. Entwicklungsforschung. Die letzte ist eben militärisch. Tapferen Tod, ja, schade. Umsturz, Störung, ist egal. Natürlicher Tod, Admiral. Natürlicher Tod, General. Elendsviertel, was? Ja, dann machen wir das mal weg. So, dann sag ich mal hinterher. Hier wird auch das gleich gebaut. Das da, alles abgegradet. Aber jetzt glaube ich nicht, dass, also das da kann er nicht einnehmen. Das da kann er auch nicht einnehmen. Also jetzt ist er in der Sackgasse. Jetzt ist er in der Sackgasse. Also er könnte hier noch vorbei, oder? Kann er da vorbei? Ich weiß nicht, ob er da vorbei kann. Also das da könnte er noch einnehmen, aber sonst den Rest.
Der Rest ist GG bei ihm. So, gut. Du bist jetzt unterwegs nach Jerusalem. Und du hast noch... Ah, er hat... Gut. Unterhaltskosten weniger. Oder... Attribute? Ja, das ist besser. Gut. Na, komm. Du da. Kursch ist jetzt mein Verbündeter, ne? Dann gehe ich mal nach Dura. Und du gehst mal Seleukia einnehmen. Ist auch... die sehen aus wie, die roten Speerkämpfer von Palpatine. Die Leibgarde von ihm. Gut, dann werde ich das mal hier machen. Das werde ich da machen. Das werde ich so machen. Das wird ein ziviles mit Goldschmiede und Gladiatorenschule. So, das da ist die letzte Stadt, die ich hier im Osten übernehmen werde, einnehmen werde. Dann, wie sieht's denn hier oben aus? Ja, wieder blöd. Aber hier sieht's ein bisschen besser aus. Da kann ich Richtung da gehen. Hier kann ich den da eigentlich einnehmen. Das belagere ich. Und warte auf meine Verstärkung, die in Form von dieser Armee vorbeikommt. Die holt sich wahrscheinlich nochmal so zwei Speerkämpfer dazu. Und jetzt kann ich es automatisch machen. 81, über 80, passt. Bam. Okay, nehme ich ein. Mit freudigen Herzens, keine Ahnung. So, wird auch wieder zivil. Der kann jetzt die beiden wieder auflösen. Ja, vielen Dank für dein Engagement. Und du tötest jetzt mal diesen Kriegsherrn. Sehr schön. Verwundet ist sowieso auch ziemlich gut. Du wirst Iskar mal einnehmen. Auch automatisch. So. Dann hier. Wobei, die kann ich eigentlich militärisch machen. Und militärischen Hafen. Das ist jetzt eine Provinz, die hier, warte. Die wird Markt. Ja, die wird zivil. Und hier so. Dann gehst du mal Richtung Norden. Und Moridunum wird dann von der 7. Legion eingenommen. So, du schepperst jetzt mal rüber. Du kannst dir eigentlich die da jetzt schnappen. Aber das... Ja, glorreicher Sieg, ne? Also ich zerdepper die einfach, während sie zu mir scheppern. Gut! Dann, was hier los ist, weiß ich jetzt auch nicht. Der kann sich jetzt mal... Warte. Hier brauche ich... Was brauche ich hier noch? Evocati, Evocati, eine Adlerkohorte, eine Evocati und eine Fernkampf. Nee, keine Fernkampf, come on. Gepanzerte. So, was bist du? Du bist auch ein Feind. Das finde ich gar nicht so fein. Dann mache ich mal hier Gewaltmarsch. Wow. Schau mal, der Unterschied zwischen Nicht-Gewaltmarsch und Gewaltmarsch. Also hier ist es ziemlich gut. Muss ich hier angreifen? Nein, muss ich nicht. Ja, wobei Magna... Nee, Magna wurde ja nicht komplett eingenommen. Wobei Magna kann... Ja, komm. Magna kann ich schon komplett einnehmen. Ich meine... Ja.
wenn sich's gerade anbietet. Hier wieder das da, hier das da. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ey, wie schnell das alles vergeht hier. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Runde werde ich Britannia eingenommen haben. Das da eingenommen haben. Armenien. Und das da. Ja, nächste oder übernächste Folge ist dann fertig. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!